Hallo, in dem Video möchte ich mal zeigen, wie man das RAM von einem Acer Extensa 2509 Notebook erweitert. Dieses Notebook hier hat 2 GB RAM. Das ist natürlich sehr, sehr wenig und für Windows 8 oder Windows 7 oder Windows 10 auch komplett ungeeignet. Also 6 GB sollten es schon sein oder mehr. Zuerst muss der Akku raus und das Gerät wird vom Netz getrennt, also kein Netzteil mehr eingesteckt. Dann müssen hier bei diesem Gerät alle Schrauben raus, leider. Und bei einigen Geräten hat man hier eine Klappe mit ein oder zwei Schrauben. Das ist natürlich wesentlich einfacher. Aber hier nicht. Hier müssen alle Schrauben raus. Jetzt sind hier alle Schrauben rausgeschraubt. Das sind 18 Stück in der Summe. Muss man natürlich aufpassen und sich merken, wo die reinkommen. Bei dem Gerät sind die alle gleich, bei diesem Acer. Es gibt aber auch Geräte, da gibt es dickere, dünnere oder längere oder kürzere. Da darf man natürlich auf keinen Fall die längere Schraube da reinschrauben, wo die kürzere reingehört, sonst drückt es sich einmal unten durch die Tastatur durch. Bei dem Gerät und bei vielen Geräten kann man so auch gleich noch das optische Laufwerk ausbauen. Um das Gehäuse aufzubekommen, nimmt man am besten einfach so ein Stückchen Holz und kann damit das hier so ein bisschen hochklappen. Nimmt man keinen Schraubenzieher oder irgendwas aus Metall, weil da zerkratzt man das Gehäuse mit. Und hier ist das bei Holz nicht der Fall. Das Holz ist weicher als das Kunststoff. Bei diesem Acer Notebook sind jetzt keinerlei DIMM-Steckplätze zu sehen. Tja, da muss man auch noch das Mainboard ausbauen. Die sind da drunter, also ganz besonders unfreundlich angeordnet, um das RAM zu erweitern. Jetzt sind hier bei dem Mainboard 7 Schrauben gelöst worden, zweimal hier bei der Platte. Dann auch die Schrauben vom Lüfter müssen gelöst werden und noch diverse Schrauben hier auf dem Mainboard. Noch 6 Kabel muss man abmachen und dann erst kann man das Mainboard herausnehmen und sieht dann hier die DIMM-Steckplätze. In das Mainboard ist jetzt ein zweites RAM-Modul eingesetzt, 4 GB. Hier ist das Original drin mit 2 GB. Und das Mainboard besteht hier aus dem Prozessor und aus dem Kühler noch dazu. Die Schnittstellen sind auch alle hier direkt angebracht. Und hier hat man eigentlich nur noch das leere Gehäuse, also man muss das Gerät wirklich komplett auseinanderbauen. Die Hauptplatine ist jetzt eingebaut, provisorisch aber nur, es sind nicht alle Verbinder angeschlossen. Und jetzt kann man das RAM mal testen, ob er das auch prinzipiell erkennt. Nach dem Einschalten kann man mal hier einen RAM-Test machen. Und jetzt hat er hier erkannt 4 GB RAM und testet die durch. Also hat funktioniert, kann man jetzt komplett zuschrauben, das Gerät. Jetzt ist das Gerät komplett zusammengebaut wieder. Festplatte ist eingebaut und hochgefahren. Und wie man sieht, hat er jetzt hier 4 GB Speicher, also 2x2 GB RAM-Erweiterung hat also funktioniert.